Drosseln sind recht große, langschwänzige Vögel, welche begnadete Sänger sind. Meist sind sie Waldbewohner und suchen ihre Nahrung auf dem Boden. In Deutschland kann man 6 verschiedene Arten regelmäßig sehen. 2 von ihnen sind auch nur Wintergäste. Dieses Video soll dir dabei helfen, die verschiedenen Drosselarten sicher und einfach zu bestimmen. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, denn da habe ich noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Ich will aber auch gar nicht zu viel verraten. Ich bin jetzt wieder zurück von meinem kleinen Berlin-Trip. Eine neue Kamera ist auch im Gepäck und jetzt habe ich wieder Zeit und das Equipment, gerade auch das Mikrofon, um hochwertige und lange Videos wieder zu produzieren. Beginnen wir mit den Drosseln, die recht häufig in Deutschland zu sehen sind. Ich werde sie kurz beschreiben, ein paar Fakten zu ihnen präsentieren und euch den Gesang näherbringen. Fackeln wir also gar nicht lang und starten mit der Amsel. Die Amsel ist die wohl bekannteste Drossel, die wir haben. Ihr charakteristisch flötender Gesang, ihr Aussehen und ihre Anwesenheit im Garten haben sie zu der Drossel schlechthin gemacht. Amseln erreichen eine Länge von etwa 23 bis 29 cm und nisten in Wäldern, Parks und Gärten. Die Weibchen sind dunkelbraun und haben eine etwas hellere Brust. Das Männchen ist schwarz mit gelbem Schnabel und gelben Lidringen. Eigentlich besteht hier kaum Verwechslungsgefahr, höchstens mit dem Star. Jedoch sind Amseln keine Schwarmvögel im Gegensatz zum Star und sie hüpfen auch auf dem Boden, während der Star sich gehend fortbewegt. Zur Stimme kann man nur sagen, dass ihr Repertoire recht vielseitig ist. Typisch ist zum Beispiel der Alarmruf und auch der Gesang, den ihr jetzt gleich zu hören bekommt. Wenn ihr euch noch weiter für die Amsel interessiert, dann verlinke ich euch jetzt noch oben rechts den Steckbrief. Dort gehe ich sehr ausführlich auf die Fortpflanzung, Nahrung und die Verbreitung ein. Machen wir weiter mit der Wacholderdrossel. Wacholderdrosseln werden 22 bis 27 cm lang und sie brüten in offenen Wäldern, größeren Hecken, Alleen, Parks und Gärten. Im Sommer brüten sie oft in kleinen Kolonien, im Winter kann man sie in Trupps, welche man an beerentragenden Büschen oder Bäumen ganz gut beobachten kann. Die Wacholderdrossel ist recht groß und robust, im Flug wird ihr langer Schwanz sichtbar. Sie hat einen hellgrauen Bürzel, einen weißen Flügelansatz und einen grauen Nacken. Ihre Brust ist ockerfarben und mit schwarzen Streifchen durchzogen. Die Wacholderdrossel ist weniger stimmbegabt als ihre Verwandtschaft, aber ihr Ruf ist dafür sehr leicht zu erlernen. Weiter geht's mit der Singdrossel, welche, wie ihr Name schon sagt, wunderschön singen kann. Mit einer Länge von 20 bis 22 cm fällt sie in Parks und Gärten kaum auf. Sie ist klein und kompakt, verfügt über eine einfarbige braune Oberseite und eine gelbe bis weiße Unterseite, die mit pfeilförmigen schwarzen Flecken durchzogen ist. Die Geschlechter sind dabei gleich gefärbt. Ihr Gesang lässt sich sehr selbstsicher und rechthaberisch beschreiben. Oftmals werden bestimmte Motive 2 bis 4 Mal wiederholt. Aber hört es euch selbst an. Außerdem gibt es noch die Misteldrossel, welche auf den ersten Blick der Singdrossel zum Verwechseln ähnlich ist. Ich blende dir jetzt das Video noch ein, in dem ich die beiden Arten ausführlich beschreibe. Du kannst das Video jetzt pausieren, dir das andere Video ansehen und dann zu diesem Video zurückkommen. Verarschen kannst dich selber. Ich weiß, dass du dir das andere Video gerade eh nicht angesehen hast, deshalb stelle ich dir die Misteldrossel noch einmal vor. Misteldrosseln werden etwa 26 bis 29 cm groß und brüten in Wäldern, Parks und seltener auch mal in Gärten. Sie ist, wie bereits gesagt, auf den ersten Blick mit der Singdrossel zu verwechseln, jedoch ist die Misteldrossel aufrechter, größer und singt auch mal ganz anders. Außerdem hat sie runde, schwarze Flecken auf der Brust und einen recht markanten, hellen Wangenfleck. Doch so nah kommt man ja häufig gar nicht an den Vogel heran, um das zu erkennen. Hören wir uns noch den Gesang der Misteldrossel an. Das waren auch schon unsere 4 Drosseln.
die wir bei uns zu sehen haben. Zwei weitere Drosselnarten kommen noch etwas seltener bei uns vor. Ich stelle sie der Vollständigkeit halber trotzdem vor. Zum einen haben wir die Rotdrossel und zum anderen die Ringdrossel. Fangen wir mit der Rotdrossel an. Wie ihr Name schon sagt, ist sie etwas farbenfroher als ihre unmittelbare Verwandtschaft. Sie hat rostrote Seiten und ein sehr markantes Gesicht. Sie verfügt über einen auffälligen Kopf und das ist ihr Hauptbestimmungsmerkmal. Die Rotdrossel brütet in nordeuropäischen Nadelwäldern und ist zur Zugzeit im Oktober-November und im Frühling März-April zu beobachten. Zu hören bekommt man dann meist den Flugruf, welcher auch teilweise nachts über Städten zu hören ist. Er ist recht vielseitig, deshalb hier mal ein Beispiel dazu. Kommen wir noch zur sechsten Drossel. Die Ringdrossel ist 24 bis 27 cm groß und bewohnt im Sommer Bergregionen. Sie ist von April bis Oktober bei uns zu sehen. Im Winter ist sie auch wie die Singdrossel im Mittelmeerraum anzutreffen. Sie ist ein sehr häufiger Vogel, sehr dunkel und hat ein weißes Brustband. Ihr Gesang hört sich so an. So, jetzt solltet ihr euch Drosselexperten nennen können und beim nächsten Orni-Treffen ordentlich angeben können. Damit das auch mit den anderen Vogelgruppen bald funktioniert, kannst du mir jetzt noch ein Abo hinterlassen, denn dann verpasst du in Zukunft keines meiner Videos mehr. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Quizfragen, in denen du testen kannst, ob du das Wissen in diesem Video bereits verinnerlicht hast. Frage Nummer 1 ist, nenne zwei Unterscheidungsmerkmale von Mistel und Singdrossel. Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden Zeit, wenn du etwas länger brauchst, pausiere doch kurz das Video. Kommen wir zur Auflösung. Es gibt zahlreiche Unterscheidungsmerkmale. Die wichtigsten sind neben der Stimme, die Größe und die Helligkeit. Die Misteldrossel ist deutlich größer, aufrechter und auch heller. Außerdem hat sie runde, schwarze Flecken auf der Vorderseite. Die Singdrossel hat dort pfeilförmige Fleckchen. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste von den beiden ist, woran erkennst du eine männliche Amsel? Der Countdown läuft. Männliche Amseln kannst du in Zukunft sicher ganz leicht am schwarzen Gefieder bestimmen. Außerdem haben sie einen gelben Schnabel und einen gelben Augenring. Und nun noch zu Frage Nummer 3. Im Hintergrund hörst du bereits eine Vogelstimme. Zu welcher Drossel gehört diese? Ihr habt soeben die Singdrossel gehört und wie ich bereits vorhin gesagt habe, wiederholt sie immer wieder verschiedene Motive 2 bis 4 Mal. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges daraus mitnehmen. Gebe mir doch gerne Feedback zu diesem Video, das kannst du entweder unter diesem Video machen oder mich mal auf Instagram kontaktieren. Ich schreibe jedem zurück, den Link findest du ganz oben in der Beschreibung. Wenn es dir gefallen hat und du bis zu diesem Punkt zugeschaut hast, dann abonniere mich doch, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen und auch um meine Arbeit zu würdigen, die ich in diesem YouTube-Kanal zweimal die Woche dienstags und samstags um 18 Uhr reinstecke. Das war's dann von diesem Video. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.